jemanden in deiner Größe, Rhino. Gibt keinen in meiner Größe, Pauk. Oder lass uns doch einfach darüber reden. Was soll das mit dem Team, Rhino? Bist du nicht ein Einzelgänger? Mittel zum Zweck, Pauk. Alles ist nur Mittel zum Zweck. Und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Freiheit. Wahre Freiheit. Kein Anzug. Kein Rhino. Okay, Rhino, beenden wir das. Das passiert, wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt. Bringen wir es zu Ende. So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Ja, Gargan, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Wieder gefangen, Gargan? Erbärmlich. Ochse! Du stehst mir im Weg. Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm, Sechs. Gargan, bitte, du machst mich lächerlich. Hol mich hier raus! Sei ein Mann, Gargan. Befreie dich selbst. Angriff, du Trottel! Angriff! Komm runter und hilf, du Rat! Jungs, bitte! Von mir ist genug für alle da! Was hat Octavius dir versprochen, Scorpion? Geld. Gargan hat keine Prinzipien. Er kämpft für Geld. Unsinn. Ich würde Spider-Man auch gratis töten. Das Geld ist ein Bonus. Erbärmlich, Gargan. Ich zerquetsche das Insekt selbst. Wir könnten einfach aufhören. Ich werde es auch keinem sagen. Und seinen Schädel heillassen? Wo bleibt da der Spaß? Rhino ist betäubt. Jetzt setzt es Prügel. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Ja, du, du Freakshow! Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt. Gut, Yuri, damit wären es vier. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer und Oscorp zieht sich mit dem Antiserum. Die haben das Monopol und wittern jetzt wohl das große Geschäft. So ist er eben, unser geliebter Bürgermeister. Den Fall Teufelsatem übernimmt meine ganz eigene Spezialagentin. Pete, hey, ich habe sämtliche Datenbanken des Landes durch. Wenn es dieses Teufelsatemlabor gibt, dann nicht offiziell. Man könnte wohl nur noch in Normans persönlichen Dateien nachsehen. Den Computer in seinem Büro habe ich schon durch. Meinst du etwa sein Penthouse?
Sable hat dort überall Leute. Wenn die mich sehen, könnten andere Bewohner ins Kreuzfeuer geraten. Ich weiß, ich versuche, unbemerkt hineinzukommen. Ich schleiche mich rein, finde das Labor und gehe wieder. Wenn etwas schief geht, kann ich Verstärkung rufen. Okay, riskant, aber wir brauchen die Position. Warte, bis ich in der Nähe bin. Dann geht's los. Bin dann bereit.